In den 80er Jahren erstürmte Audi mit seinem Quattro-Antrieb eine Skischanze und sorgte so für einen der spektakulärsten Werbeauftritte eines Audi 100. Nicht weniger spektakulär war der erste öffentliche Auftritt des Audi Quattro Concept auf dem Autosalon. Weil in Paris keine echte Schanze zu finden war, ließ ihn Audi zumindest eine stilisierte Skischanze herunterrollen. Pünktlich zum 30. Geburtstag des Quattro-Antriebs zeigen die Ingolstädter eine Hommage an die erfolgreichen Rallye-Autos der 80er Jahre, die mit ihrem Quattro-Antrieb die Weltmeisterschaft nach Belieben dominierten. Erstmal zeigen wir ein wunderschönes Design, eine Reminiszenz an unseren Ur-Quattro. Und wir haben gesagt, 30 Jahre Quattro, da lohnt sich schon mal drüber nachzudenken, über eine wunderschöne Formensprache. Jetzt hören wir erstmal auf die Resonanz, dann gucken wir weiter. Die Resonanz in Paris war riesig. Heerscharen von Fotografen hielten jedes einzelne Detail des Audi Quattro Concept fest. Eine ähnlich hohe Resonanz bekamen auch die anderen Modelle auf dem Audi-Stand. Vom kleinsten, dem A1, den es auch bald als Quattro gibt, bis hin zum großen A7 Sportback. Selbstverständlich auch als Quattro erhältlich. Ganz neu ist die Studie e-tron Spider. Bislang hat Audi unter dem Label e-tron nur reine Elektroautos gezeigt. Der e-tron Spider ist aber ein Hybridfahrzeug. Hauptantriebsquelle ist ein 300 PS starker 3 Liter V6 TDI, der die Hinterräder antreibt. Zwei insgesamt 87 PS starke Elektromotoren liefern ihre Kraft an die Vorderachse. Bis zu 50 Kilometer kann die Studie damit rein elektrisch fahren, allerdings nur bis zu 60 km/h schnell.